Meine Lieben, willkommen zu diesem Video. Es gibt einen Rossmann-Haul, habt ihr euch schon gedacht, ne? Steht im Titel. Wie lange ist es her, dass ich diesen Satz gesagt habe? Vor allen Dingen hier mit diesem Klimbim, was hier um mich herum aufgebaut wurde, in mühseliger Arbeit. Nein, Spaß beiseite. Hier herrscht das absolute Chaos, es ist alles andere als perfekt. Das wisst ihr, hatte ich euch gesagt. Unter meinem letzten DM-Haul stand ein Kommentar, der sehr, sehr unfreundlich war. Ja, da stand dann mega unprofessionell. Ja, wenn man was Professionelles möchte, dann muss man Fernsehen schauen oder die YouTuber abonnieren und schauen, die das hauptberuflich machen und die wahrscheinlich ein Filmteam hinter sich haben oder Hilfe. Das alles habe ich nicht und deshalb quatsche ich mit euch, als würde ich mit einer Freundin quatschen. Ich zeige euch ein paar Sachen. Das soll als Inspiration dienen. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Produkt noch nicht oder vielleicht interessiert es euch einfach, was ich gekauft habe. Es dient ja zur Unterhaltung, ne? Dafür ist mein Kanal da. Ja, also, wie gesagt, nur mal so kurz dazu. Ich habe mich nicht geärgert, ich fand es nur total witzig. Ich wollte ja am liebsten zurückschreiben, Kind Gottes, geh woanders nerven. Aber dann dachte ich, hey, das kommt dann wieder total unfreundlich für die Leute rüber, die mich nicht kennen, die das dann lesen, dass ich sowas geschrieben habe. Ja, das wäre unfreundlich gewesen, aber meine gute Erziehung hat es mir dann doch nicht erlaubt. Ja, deshalb erwähne ich es kurz hier in diesem Video. Grüße gehen raus. Also, wir starten durch hier mit diesem Rossmann-Haul. Ich habe auch nicht sortiert, wie gesagt, völlig unprofessionell. Ich werde es auch so wenig wie möglich schneiden, denn mir fehlt die Zeit. Ich habe jetzt hier schon eine Dreiviertelstunde irgendwie gefühlt gebraucht, um alles aufzubauen. Also, der Liam hat ein Feuerwehrauto bekommen. Wie spektakulär. Nicht. Ich habe es tatsächlich schon bereut, als ich ihm da zugesagt habe, dass er es bekommt, denn schon im Laden hat es tierisch genervt. Naja, gut. Er liebt Feuerwehrmann Sam und alles, was mit Feuerwehr zu tun hat. Gut, ich habe für meinen Ehemann diesen Brotaufstrich gekauft, mehrere sogar, denn er ist ja Veganer und irgendwie versuche ich da, mich frei zu kaufen, ne, indem ich ihm Brotaufstriche kaufe, die ich dann selbst nicht zubereiten muss, weil ich immer eigentlich Parmesan mit reinmachen möchte oder irgendwelche anderen Dinge, die einfach super lecker sind und für mich dazugehören. Ich selbst esse ja auch kein Fleisch, bin Vegetarierin, aber vegan, das ist nochmal eine andere Nummer. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es kompliziert ist oder anstrengend, ne, ich würde eher sagen, dass es anstrengend ist. Ja, genau, doch, das passt für mich, aber auch nur deshalb, weil ich halt hier viele Personen habe, die verschiedene Geschmäcker haben, was ja auch richtig so ist. Und ja, vegan hat jetzt noch gefehlt. Also hier, diese zwei Brotaufstriche sind es geworden, beziehungsweise einen habe ich noch im Auto. Ich hatte eigentlich drei gekauft. Naja, wie gesagt, mega professionell hier. Dann habe ich das mitgenommen für 4,99 Euro. Das fand ich total süß. Irgendwie, das hat mich angelacht. Ne? Dachte ich, ey, das brauchst du irgendwie. Ne? Brauche ich natürlich nicht, aber ja, da werde ich dem Liam dann so Beeren reinpacken. Hier Heidelbeeren, Himbeeren, Erdbeeren, was auch immer. Und dann werde ich ihm leckeres Eis zubereiten. Mal schauen, ob das überhaupt funktioniert. Ich weiß es gar nicht. Also, wartet, wir machen es mal kurz auf, damit ich mir das mal anschauen kann. Ups, ja. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, schauen wir mal. Genau. Zum Thema professionell. Ich backe ja nicht so gerne, ich koche lieber für 100 Leute. 10 Gänge ist kein Problem, aber backen, das ist so, ich mach's. Weil ich auch so, ja, mich selbst herausfordere, sagen wir es mal so. Und ich hatte jetzt am Sonntag einen Kuchen gebacken, dazu habe ich auch dann das Rezept im Anschluss auf Instagram online gestellt, weil er wirklich lecker war, aber das war ein Test. Mir sind da so ein paar Sachen eingefallen, Zutaten, die vielleicht zusammenpassen könnten. Und ja, ich habe es aber erstmal nicht gepostet, wollte es natürlich erstmal probieren. War ultra lecker und dann habe ich es online gestellt. Aber ich habe gemerkt, dass mir so ein Teil hier fehlt. Und ich finde ja, wenn man das richtige Werkzeug hat, dann machen auch Dinge Spaß, die man nicht so gerne macht. Ja, und die Sahne, die wollte ich richtig schön glatt streichen und das ist mir eben nicht gelungen, weil mir dieses Teil gefehlt hat. Und ja, gesehen, gekauft bei Rossmann. Dann habe ich mitgenommen diese Teile hier, die fand ich ultra schön. Ich bin im Moment dabei, unsere Terrasse umzumodeln. Also es gibt neue Möbel. Ich habe da so ein
paar Ideen im Kopf. Es wird alles schwarz-weiß und diese Teile haben mir total gut gefallen. Natürlich auch so für die Küche. Könnte man auch mit der Etikettiermaschine hier mit Schwarz was richtig Schönes noch drauf kleben. Keine Ahnung, Zucker, Mehl, was auch immer, was ihr da drauf schreiben wollt. Oder I love you oder Mama, Papa, was auch immer. Mega schön, oder? Ich finde ja generell, ich bin ja nicht oft bei Rossmann. Leider, leider. Wir haben nämlich keinen in der Nähe. Und ich musste aber Sachen für die Terrasse abholen und fahre und sehe Rossmann. Ich habe nämlich Windeln gebraucht. Eigentlich wollte ich nur Windeln kaufen. Ja, und dann bin ich rein. Die haben so schöne Sachen. Wenn man nur DM gewohnt ist, ja, ist es wie ein Paradies. Also ich war, glaube ich, eine Stunde da drin, obwohl ich nur Windeln gebraucht habe. Aber ich hatte Zeit, es hat alles gepasst. Und der Liam war auch total lieb, war in seinem Wagen und hat eben 20.000 Mal auf den Knopf gedrückt. Okay, hab mitgenommen hier noch Garnier, das Micellenreinigungswasser auf dem Wattepad. Die Wattepads habe ich auch gekauft, habe ich auch nicht dazu gelegt. Die liegen noch auf dem Sideboard. Okay, also, hatte ich eine ganze Weile in Verwendung und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es meinen Augen nicht mehr so gut tut. Ich habe es jetzt nochmal gekauft, weil es bestimmt ein Jahr her ist, dass ich das das letzte Mal verwendet habe. Ich bin gespannt, ob das nochmal denselben Effekt macht mit den roten Augen. Ich werde es auslassen, aber ich finde, das nimmt es richtig schön ab, das Make-up. Und es hat auch nochmal so eine pflegende Wirkung im Anschluss, eben weil es so ein Zwei-Phasen-Produkt ist. Vielleicht deshalb, ich weiß es nicht. Machen wir weiter mit Putzmittel. Yay! Hier von Frosch habe ich einmal Zitronen-WC-Reiniger gekauft und Bio-Spiritus-Multiflächenreiniger. Bin ich sehr gespannt. Hatte ich beide tatsächlich noch nie. Ich habe übrigens noch mehr Sachen zum Putzen gekauft. Kann ich euch direkt zeigen. Also einmal hier reine Zitronensäure. Hier. Dann das hier. Ich habe ja eigentlich immer mein Sacrotan. Putzmittel für den Boden, aber irgendwann dachte ich mir, ist vielleicht für die Bella nicht ganz geeignet. Also ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, ne, mit Haustieren. Also die leckt ja jetzt nicht am Boden rum, aber ja, irgendwie hat mich jetzt das hier angesprochen. Von General Universal Bergfrühling. Jawohl. Hier, diese Teile habe ich noch gekauft zum Schutz der Terrassenfliesen für die neuen Möbel. Hier noch reine Soda, jawohl, für die Möbel, die wir eben noch haben. Die kommen auf die andere Terrasse, die möchte ich aber erst noch davor logischerweise sauber machen. Und hier Aktivnatron. Mit der Zitronensäure wollte ich übrigens auch mal probieren, ob das mit dem Backblech klappt, beziehungsweise für den Abfluss. Das hatte ich mal auf TikTok, glaube ich, gesehen, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Und deshalb habe ich das jetzt hier mal alles so mitgenommen. Ich habe auch diese Schmutzradierer mitgenommen. Die sind ideal. Habe ich früher eigentlich immer verwendet für die Turnschuhe und Schuhe im Allgemeinen. Jetzt nehme ich dafür was anderes, sage ich euch gleich was. Aber hier diese Schmutzradierer sind ideal für die Möbel, also meine weißen Möbel, wenn der Liam da mal dran schrammt. Also da kann ich jetzt natürlich nicht mit einem aggressiven Putzmittel dran gehen. Und hier diese Schmutzradierer, warum ich die ganze Zeit diese Handbewegung? Ja, vielleicht, weil man das so anwendet. Jedenfalls sind die wirklich Gold wert. Also die kosten auch nicht viel. Die habe ich immer zu Hause. Die gehen dann aber nach einer Weile dann auch kaputt. Ne? Also die ja, brechen dann eben auseinander und dann hast du nur noch ein kleines Stück. Egal. Ich habe neue gekauft. Zu dem Putzmittel wegen der Schuhe. Und zwar habe ich jetzt einen Universalstein schon seit einigen Wochen. Also, ein Traum. Dieses Teil, das ist so ein Riesenpott. Ich blende es euch mal ein. Wahrscheinlich wird mir der das ganze Leben reichen. Also, damit werde ich ewig auskommen. Da braucht man nur eine kleine Menge. Macht es eben erstmal nass, diesen Schwamm. Und dann geht man über die Armaturen, das Waschbecken, den Grill habe ich damit schon gemacht. Alles, wirklich. Felgen kann man mitmachen. Also 20.000 Möglichkeiten. Und ich hatte auch einen Rabattcode. Ich weiß aber nicht, ob der noch gültig ist. Keine bezahlte Produktplatzierung, nur zur Info. Aber, also meiner Meinung nach, muss dieses Produkt in jeden Haushalt. Das ist einfach so genial und das ist auch gar nicht teuer. Und wie gesagt, ich habe ja einen Rabattcode 15%. Falls er noch gültig ist, ich schreibe es euch mal unten in die Infobox. Wäre ja schade, wenn der nicht mehr funktioniert. Aber der ist einfach Gold wert, dieser Stein. Also ja, das ist eigentlich auch ein Stein, ja. Okay, dann machen wir weiter. Hier, Sacrotan. Muss ich jetzt nicht viel dazu sagen, ne? Habe ich ja immer hier. Dann wollte der Liam hier noch diese Teile.
Da fehlt allerdings die Schaufel dazu, die genau die Form hat, um eine Kugel zu machen. Die ist noch im Auto. Hat er nämlich während der Fahrt dann hierher, mussten über eine Stunde fahren, tatsächlich um die Möbel abzuholen für die Terrasse. Ich bin alleine gefahren. Und dann war er beschäftigt, hat mir die ganze Zeit ein Eis gemacht. Ne? Und diese Schaufel ist jetzt noch unten im Auto. Werde ich aber unter den Kinderwagen packen, damit wir immer was für den Spielplatz haben, damit es da keinen Stress gibt, falls wir mal nichts dabei haben. Hatten wir nämlich mal nicht und dann gab es Stress. Ja. Andere Geschichte. Kekse durften mit, zweifache Ausführung, eine ist noch im Auto. Musste nämlich gleich gefuttert werden. Hier Rexona für einen meiner Söhne. Ich habe das ja auch eine ganze Weile verwendet, aber ich habe jetzt was Neues. Ja, Wild oder Wild nennt sich das. Bin ich noch dabei, das fleißig zu testen, aber es duftet unfassbar gut. Brauche aber noch eine Weile, um das weiter zu testen. Kann man ja nicht nach ein oder zweimal sagen, ist bombastisch. Muss man schon eine Weile testen. Dann habe ich, ah ne, das ist ja vom Bauhaus, war ich auch noch, habe ich noch so ein Kabel gekauft. Jo, ansonsten, ich hatte glaube ich noch ein paar andere Sachen, ne? Habe ich die im Auto vergessen? Naja, dann wollte ich euch noch hier dieses Paketchen zeigen, das habe ich allerdings nicht gekauft, aber es ist es auf jeden Fall wert, dass es auch in einem Video hier bei mir vorkommt. Von L'Oreal gibt es eine neue LE. Allerdings nur bis, wartet, ich sag's euch, ich habe mir noch gar nicht alles richtig durchgelesen, vom 6.5. bis zum 30.5. im Handel erhältlich. In der Drogerie. Also, das riecht so gut. Wirklich, ich blende es euch mal ein. Elisab kennt ihr bestimmt. Ich habe auch den Duft, habe ich durch die Steffi kennengelernt, habe ich mir dann gekauft, so einen Flakon, einen großen. Ich liebe diesen Duft und das sieht so hochwertig und so edel aus. Schaut euch das mal bitte an. Oh mein Gott. Wenn das dann auf meinem Schminktisch liegt. Und das sind auch genau meine Farben. Hier mit dem Nude und so Erdtöne. Richtig, richtig schön. Und auch diese Einstanzung, sage ich jetzt mal so, hier in diesem Lippenstift. Der absolute Wahnsinn. Also da hat sich L'Oreal mal wieder selbst übertroffen. Richtig, richtig schön. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. In der Drogerie, wie gesagt, im Handel eben erhältlich. Jo, dann war es soweit von meiner Seite. Ich habe viel wieder außen rum gelabert, aber ich habe mir das fest vorgenommen, dass ich das nicht mehr so mache. So irgendwie, also ich stehe mir da selbst im Weg, ne? Wenn ich mir denke, oh mein Gott, Heidi, halt dich kurz, erzähl nicht so viel außen rum und das könnte die Leute nerven, die schalten nur ein wegen des Rossmann Halls zum Beispiel. Aber Leute, das bin ich, so bin ich. Ich rede gern, ich rede viel, ich rede gern außen rum. Ich bin Italienerin, vielleicht hängt es damit zusammen, ne, dass wir immer gerne viel reden und nicht zum Punkt kommen. Und außerdem, wie gesagt, soll es für euch zur Unterhaltung dienen, soll euch Spaß machen in dieser bescheidenen Zeit, um kein anderes Wort zu sagen. Und ja, soll euch einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubern, nichts anderes. Dafür ist der Kanal da. Jo, vielleicht war das ein oder andere ja für euch noch mit dabei. Und dann würde ich sagen, ich freue mich beim nächsten Video, wenn ihr dann wieder mit dabei seid, vielleicht wieder ohne Hintergrund und ohne großes Tamtam, dann ja, ist es halt so. Okay, meine Lieben, dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und passt auf euch auf. Bleibt mir alle gesund. Was war denn das? Voll die Welle gemacht. Also, macht's gut. Ciao! So, und das meine ich mit professionell. Wenn ich es hauptberuflich machen würde, dann hätte ich auf jeden Fall Hilfe. Mein Thumbnail.